Weiter geht's bei uns mit Pferdesport. Und da sorgen momentan die Rösser aus München seit gut 2 Wochen für Schlagzeilen in den verschiedenen Pferdesportarten. Zuerst gewann der Hengst aus München Days of Thunder das 127. deutsche Traber-Derby. Und das Derby ist immer mit 325.000 Euro dotiert und gilt natürlich als das wichtigste Rennen im Trabsport in Deutschland. Und Days of Thunder wird in München trainiert und das war ein Riesenerfolg für das Trainingsquartier hier auch in Dagelfing. Und gerade jetzt erst am Sonntag gab es dann für die Galopper einen Knaller. Denn der Hengst Mendesino, geritten vom Münchner Jockey René Picholek, hat den großen Preis von Baden gewonnen. Das ist ein Rennen der Europagruppe 1, also der höchsten Kategorie. Immerhin auch mit 200.000 Euro dotiert. Einer der auch preislich größten Renntage hier in Deutschland. 400 Meter und Boxentüren auf zum Highlight des Jahres hier in Iffezheim. Jetzt die große Frage, gibt es Tempo, wer geht nach vorne? Tempo gibt es zunächst einmal nicht und Alter Adler übernimmt die Spitze. Nicht allzu schnell, wo es durch den Iffezheimer Bogen mittlerweile hindurchgeht in Richtung der Gegenseite. Alter Adler und Adri de Vries. In der Gegenseite geht es weiter unterhalb des Iffezheimer Emblems, maximal 1500 Meter noch zu absolvieren. Alter Adler führt mit einer Länge fort. Mit Beginn der Zielgeraden außen ist es Torquato Tasso, innen San Marco. Alter Adler verschwindet jetzt und jetzt kommt Mendesino. Tasso muss aber heute mal richtig kämpfen. San Marco geht nach vorne. San Marco vor Torquato Tasso. Mendesino läuft ein Riesenrennen. Was ist das für ein Finale? Mendesino außen. Mendesino, Torquato Tasso. San Marco an der Innenseite. Tasso, du kannst kämpfen. Torquato Tasso. Mendesino. Mendesino. Mega Rennen gehabt. Er hat zum ersten Mal ein bisschen abgeschalten hinter den Pferden. Und dementsprechend auch die Reserven zum Schluss gehabt. Einfach nur Hammer. Er war sehr nervös vorm Start und trotzdem hat das gut geklappt. Ja, er ist immer ein bisschen nervös und deshalb auch die Ohrenschätze und ja, es hat geklappt. Applaus auch für das Gestüt Brümmerhof als Züchter. Hier ist Mendesino von René Picholek. Und das deutsche Derby, das 127. deutsche Traber-Derby ist gestartet. Und an die Spitze schießt hier Rob the Bank. Beifall, das Derby-Finale 2022. Lorenz Flevo ist an der Spitze. Lässt jetzt Dave aus Thunder vorbei. An der Innenkante ist T-Tox, daneben Staccato L. An der Innenkante Unmec Paslo und daneben Orkan Bo. Usain Lobel, ihr Beifall. Und Dave aus Thunder legt noch einmal zu. Dann kommt außen Usain Lobel und Greg Grant für die Cash. Dave aus Thunder ist vorn. Days of Thunder! Days of Thunder! Thorsten Dietz! Thorsten Dietz gewinnt sein erstes Derby! Eine echte Freude, eine Freude, die von Herzen kommt. Dass wir eigentlich eine gute Chance haben, wenn es nicht so läuft, wie es jetzt gelaufen ist. Weil wenn Usain Lobel einen ungestörten Rennverlauf hat, ist er stärker, ist er besser. Aber er musste jetzt im ersten Bogen eine Spur weiter außen laufen und die anderen beiden Bögen auch. Und Days of Thunder war heute einfach superklasse und ja, und hat gekämpft bis zur Linie. Er war auf 100 und das Rennen ist top verlaufen. Genau den Rennverlauf, den wir uns gewünscht haben. So ist es eingetreten und so hatten wir eine Chance. Und deswegen stehen wir hier. Was für ein schönes Bild. Was für eine tolle Geschichte, die Days of Thunder hier schreiben kann beim Derby 2022. Heute bei uns zu Gast. Vom Trabrennverein hier aus München, die Präsidentin Angelika Gramüller. Servus und herzlich willkommen. Servus. Und der Racing Manager und man muss auch wirklich sagen, wahrscheinlich Entdecker von Days of Thunder, Markus Gramüller. Servus. Guten Abend. Du grinst immer noch, wahrscheinlich schon seit 2 Wochen, seitdem das Derby durch ist. Es hat leider sich nicht vorher organisieren lassen, dass ihr vorbeikommt. Aber wie ist denn so? Ist immer noch so ein Gefühl da, ein Highlight miterlebt zu haben und der Rest des Jahres wird jetzt einfach die Wolke 7 sein, auf der du weiterschwebst? Jetzt gerade, wo wir es wieder gesehen haben, ist es unvergessen und ja, wir haben da ein Leben lang davon geträumt und dass es jetzt in Erfüllung gegangen ist, ist Wahnsinn. Aber es kam ja nicht ganz unerwartet, weil er ist ja schon als Favorit vergangenes Jahr schon mitgegangen und hatte dann einen Fehler gemacht. Was ist passiert und was war in diesem Jahr einfach perfekter? Letztes Jahr war die Startphase ein bisschen komisch, ein paar haben getrickst und unserer war sehr gehfreudig und ist dann in Galopp verfallen. Wir waren zweiter Favorit dieses Jahr, wir haben eine ganz lange Durchstrecke als deutsche Trainer, Besitzer, Züchter im eigenen Land, weil die Holländer sehr dominant sind und sehr, sehr gut.
Und auch dieses Jahr war der über alles dominierende Trainer wieder Favorit. Und diesmal hatten wir aber das bessere Pferd. Weil, was hat der Jockey anders gemacht diesmal? Also der Jockey, sag ich gar nicht, heißt ja gar nicht bei euch. Fahrer. Der Fahrer, was hat er vielleicht besser taktiert? Ja, er hat es genial gefahren. Aber er hat das Pferd auch einfach er hat nie einen anderen Fahrer gehabt, der Days. Es hat immer Thorsten gefahren und er hat ihn einfach über die Rennen auch immer stärker gemacht. Und ich glaube, schlussendlich war es eher die Reise, die er nochmal auf sich genommen hat, Thorsten, dass er nach München gekommen ist. Wir haben nochmal was am Beschlag ausprobiert. Der Hufschmied ist extra nochmal gekommen. Und wir konnten dann am Tag X wirklich barfuß fahren, wo wir uns vorher nicht ganz sicher waren, weil wir es vorher ausprobiert haben. Und das, glaube ich, hat ihm schon enorm geholfen. Barfuß heißt ohne alle Eisen. Das heißt, das sind ja die vielen Dinge, die Leute, die sich nicht mit dem Trab befassen, ich zähle dazu, sage ich ganz klar, die würden das nicht mitkriegen. Die kennen diese kleinen Feinheiten, diese vielleicht Mini-Nuancen, die dann noch nötig sind, nicht. Und daran habt ihr so wirklich bis zur letzten Minute gefeilt? Ja, also wir haben ja im letzten großen Rennen eine Niederlage gegen Usain Lobel erlitten. Und da hat er immer noch sehr Pantoffel, würde ich jetzt mal sagen, im Menschenbereich. Also sehr schwere, sehr bequeme Schuhe drauf, damit er sich sehr schone, damit er sich nicht verletzt, weil er zu hart auftritt. Oder es war halt wie sehr viel Puffer drunter. Und nach der Niederlage haben wir dann überlegt, was wir noch verfeinern könnten, um irgendwie in die Nähe zu Usain Lobel zu kommen. Und da haben wir dann viel getestet und haben dann am Schluss wirklich ohne alle Eisen gefahren, was letztes Jahr noch undenkbar war. Und damit hat er ein sehr ökonomischeres Geläuf gehabt und hat sich einfach viel leichter getan. Hat bei Ihnen dann mal irgendwann das Telefon aufgehört zu klingeln? Weil klar, die Glückwünsche gehen ja dann auch nach München. Also da profitiert der Verein davon. Bei uns zu Hause haben die Wände gewackelt. Ich war nicht persönlich in Berlin, aber wir haben das natürlich am Bildschirm alles verfolgt. Weil Sie gleich so einen Aufschrei dann gemacht haben, oder? Natürlich, die ganze Familie, der Hund hat sich gleich versteckt. Der hat gedacht, die Welt geht unter. Wir haben gebrüllt und dann natürlich sind die SMS hin und her gegangen und die Herzen geflogen. Und ich muss sagen, ich bin dreifach stolz. Erstens ein bayerisches Pferd, zweitens unsere Trainingsstation in München-Dagelfing, die Trabrennbahn. Man kann Derbysieger auch auf einer Trabrennbahn trainieren. Und der familiäre Verbund natürlich. Also, es war toll. Und wie der Markus schon sagt, man träumt sein Leben lang davon als Trabrennpferdebesitzer und Züchter. Nun geht es aber gleich in München ganz flockig weiter. Ich habe heute die Einladung bekommen, vielen Dank übrigens dafür, 18. September. Der große Hackabschor Bayern-Pokal dann. Jawohl. Also es steht im Prinzip das Saisonhighlight für München jetzt an. Ja, für München steht es am 18. September an. Das Ganze ist natürlich unter dem Motto Hackabschor Pokal, eins unserer größten Rennen im Jahr. Aber wir haben natürlich noch die Trotting Classic TCT-Serie, da werden wir von Holland unterstützt, wo wir ausschreiben ein zweijährigen Rennen, ein dreijährigen Rennen und wenn es uns gelingt, auch ein Stutenrennen zu schreiben. Und dann haben wir an diesem Renntag natürlich noch das Highlight, das Finale der Amateurfahrer, Finallauf zur Nominierung in der EM, oder Markus? Ja, in der Europameisterschaft. Das ist familiär verbunden, da spielt einer dem anderen die Stichworte zu. Ja, er ist der Präsident des Amateurfahrerverbundes. Okay, warum ist diese TCT-Rennserie, die ja außer in München, glaube ich, nur in Hamburg dann immer noch mit dabei ist, auch für München so wichtig? Weil wir, dass wir das genommen haben, haben wir gehofft, dass wir einfach auch mal wieder Highlights setzen können in diesem Sport, dass wir wieder Aufmerksamkeit kriegen in diesem Sport, dass holländische Trainer kommen, die ja eigentlich auch für uns Deutsche schon eine Vorbildfunktion haben. Die Holländer sind sehr dominant, haben oft das deutsche Traber Derby gewonnen. Ja, zum Leidwesen der Deutschen haben wir schon natürlich, gehört, natürlich. Ja. Und wir hoffen natürlich, dass durch diese Serien wieder mehr Aufmerksamkeit, wieder mehr Publikum kommt, die Leute auf unseren Sport wieder ein bisschen aufmerksam gemacht werden. Und
Ich hoffe natürlich, ich bin dankbar für die Gäste, die uns immer die Treue halten. Ich freue mich aber auch über jeden neuen Gast, der uns besucht und sagt, oh, das war aber jetzt schön, hier gehen wir öfters hin. Wir haben, wie unsere Vorgänger auch schon gesagt haben, natürlich kulinarische Highlights. Wir haben eine gute Gastronomie. Wir haben, bieten eigentlich auch vieles, was andere auch bieten, aber die Leute wissen es halt nicht. Und vor allen Dingen erlebt man eine PS, also Pferdestärken in reinem Format. Ja. Zum Abschluss, Markus, Werner, Days of Thunder. Nochmal in München sehen, bleibt er auch hier, weil es wird so ein bisschen gemunkelt, könnte sein, er geht vielleicht nach Schweden, er geht weg? Also er wird auf alle Fälle bis Ende des Jahres hier bleiben, er wird nächstes Jahr hier antrainiert. Generell träumt man natürlich mit so einem Pferd irgendwann mal ganz hoch hinauszukommen, also noch höher, wie wir eh schon sind. Dann müsste er wahrscheinlich uns verlassen und Richtung Frankreich gehen, aber da wird schon ein kleines Stück Herz rausbrechen. Na gut, ich drücke mal die Daumen, dass das Publikum dann auch noch den Derby-Sieger hier in München erleben darf. Markus, vielen Dank. Ich freue mich schon auf die nächsten Renntage. Ich werde auch mal kommen mit der Familie. Wir würden uns freuen. Ebenfalls vielen Dank heute fürs Vorbeischauen.